Du bist auf der Suche nach einem Raclette-Gerät, bist dir aber noch gar nicht sicher, welches für dich am besten geeignet ist? Dann bist du in diesem Video genau richtig. Denn wir haben für dich drei der gängigsten Geräte getestet und alle unsere Erkenntnisse siehst du jetzt hier in diesem Video. Also dranbleiben, jetzt geht's los. Auf geht's mit unserem Vergleichstest der Raclette-Geräte. Wie üblich vergleichen wir für euch Geräte verschiedener Preisklassen und geben euch einen Überblick über die wesentlichen Unterschiede. Mit dabei sind diesmal das günstige Severin RG2371 mit Naturgrillstein, das mittelpreisige Markengerät Ambience RE4588 von Tefal und das höherpreisige Raclette Lono aus dem Hause WMF. Die Links zu den Produkten findet ihr dabei unter dem Video in der Beschreibung. Und wenn ihr noch etwas mehr Details zu einem der Raclette-Geräte erfahren wollt, haben wir dort auch die Einzeltests für euch verlinkt. Nun starten wir aber, und zwar mit dem Punkt Ausstattung und Technik. Hier haben wir bereits bei den Grunddaten einige Unterschiede zwischen den einzelnen Raclettes. So steigen die Leistungswerte quasi mit zunehmender Preisklasse und auch was den Lieferumfang angeht, gibt's immer mehr Teile dazu. Während das günstige Gerät von Severin auf 8 Personen ausgelegt ist und entsprechend auch 8 Fännchen mitbringt, setzt das Tefal Raclette noch einen oben drauf und macht Platz für 10 Personen bzw. Fännchen. WMF fällt hier zwar wieder auf 8 zurück, gibt aber dafür noch eine entsprechende Anzahl an Raclette-Helfern mit dazu. Bezieht man in diesen direkten Vergleich noch die Grillfläche der einzelnen Raclette-Geräte mit ein, fällt allerdings auf, dass gerade das Raclette von Tefal am wenigsten Platz auf der Grillplatte bietet. Das ist schon etwas eigenartig, gerade weil das Tefal-Raclette auf die höchste Personenanzahl ausgelegt ist. Ob man die Grillfläche hier tatsächlich mit 10 Personen gleichzeitig nutzen kann, wagen wir hier daher zu bezweifeln. Was die Features angeht, bringen die Geräte sehr unterschiedliche Dinge mit. Das Raclette von Severin setzt auf eine geteilte Grillfläche mit einem wärmespeichernden Naturstein zum schonenden Garen und einer Wendegrillplatte mit einer Seite für Fleisch und einer weiteren für Fisch und Gemüse. Das Gerät von WMF setzt ebenfalls auf eine Wendegrillplatte und bietet eine Fläche für Fleisch und Co. sowie eine für Spiegeleier, Krebs und so weiter. Dagegen wirkt das Tefal Raclette mit seiner einfachen Grillplatte schon recht basic. Einzige Besonderheit ist hier der Thermospot in der Mitte. Dieser färbt sich im Betrieb durchgehend rot und zeigt dadurch an, wann das Gerät aufgeheizt und bereit ist. Das können die anderen beiden Geräte so leider nicht. Man muss allerdings dazu sagen, dass die Aufheizzeit in unserem Test bei allen Raclettes nur wenige Minuten gedauert hat. Lediglich beim Severin waren es hier vielleicht ein paar Minuten mehr, aber auch hier noch vollkommen im Rahmen. Bei derart kurzen Aufheizzeiten ist so etwas wie ein Thermospot aus unserer Sicht zwar nice to have, aber nicht zwingend notwendig. Weitere Features sehen wir hier hauptsächlich in der höheren Preisklasse beim WMF-Gerät. Hier haben wir neben einer Parkebene für heiße, unbenutzte Fännchen noch ein Rezeptbuch mit 12 Raclette-Ideen sowie Anti-Rutschfüße. Ja, Anti-Rutschfüße. Denn ob ihr es glaubt oder nicht, die hat nicht jedes Raclette-Gerät. Die klugen Köpfe bei Severin haben noch dran gedacht, bei Tefal allerdings rutscht man auf Kunststoff herum. Das hätte sicher besser sein können. Zählt man die Punkte aus, kommen wir in Sachen Ausstattung und Technik auf einen klaren Sieger. Das WMF Lono Raclette wirkt gut durchdacht und kann mit so einigen nützlichen Features aufwarten. Unterm Strich können die anderen da leider nicht ganz mithalten, wobei man sagen muss, dass das Severin Raclette gemessen am günstigen Preis eine recht gute Figur macht. Soweit zu den harten Fakten. Nun wollen wir schauen, wie sich die Geräte in unserem Praxistest geschlagen haben. Hierzu hören wir zunächst unseren Produkttester Remo. Der erzählt uns was zum ersten Eindruck und zur Verarbeitung. Ich gehe die Geräte jetzt ganz einfach mal preislich aufsteigend durch und fange beim günstigsten an mit dem Gerät von Severin. Was kann man hier sagen? Ganz klar, Verarbeitung ist grundsolide, es ist ein ehrliches Gerät, irgendwie haut das alles hin. Einzig und allein die Spaltmaße, die sind so ein bisschen negativ aufgefallen, das sieht nicht ganz so schick aus und da hätte man vielleicht auch ein kleines bisschen optimieren können, aber im Großen und Ganzen ist hier, gerade mit Bezug auf den Preis, alles in Ordnung. Im mittleren Preissegment haben wir das Gerät von Tefal. Es sieht erstmal schick aus, alles ist stimmig, alles sieht gut verarbeitet aus, aber die Materialien sind nicht so toll, wie ich mir das vorstelle. Erst recht nicht von einem Hersteller wie Tefal. Viel zu viel Kunststoff, Metalle nur an den nötigsten Stellen verarbeitet und die Metalle selbst wirken auch nicht besonders hochwertig. Das geht deutlich besser. Wie viel besser? Das zeigt WMF. Hier passt einfach augenscheinlich alles zusammen. Gute Verarbeitungsqualität, Spaltmaße sind okay. Das Gerät ist satt und kräftig. Es steht einfach sicher auf dem Tisch. Einzig und allein, die Oberflächen sind etwas empfindlich, besonders was Fingerabdrücke angeht, am Gehäuse des Gerätes. Und in dem Bereich des Pfanneneinschubs entstehen ganz schnell mal Kratzer. Das ist nicht ganz so optimal.
Ansonsten haben wir hier die höchste Verarbeitungsgüte im gesamten Test. Im Übrigen habe ich noch drei weitere Punkte, die ich ansprechen möchte. Punkt Nummer 1, das sind die Pfännchen. Die sind natürlich alle aus Metall gemacht, aber Metall ist nicht Metall. Hier haben wir deutliche Unterschiede. Sehr solides Metall bei WMF. Etwas dünneres, aber nach wie vor immer noch solides Metall bei Severin. Ja, und offensichtlich sehr dünnes Metall bei Tefal. Der zweite Punkt, den ich habe, das sind die Mulden für die Pfännchen. Die sind hier beim WMF-Gerät sehr deutlich ausgeprägt. Da schiebt man die Pfanne rein und es ist fast, als wenn sie reinrutscht und drin rastet. Hier haben wir einen sicheren Bereich, wo die Pfanne drin liegt. Ähnlich gut, nicht ganz so ausgeprägt, haben wir es bei Severin. Auch hier ist in das Blech eine kleine Mulde eingeprägt worden, wo wir die Pfännchen relativ passgenau reinstellen können. Das ist noch okay, aber bei Tefal, da gibt es das gar nicht. Hier haben wir einfach nur das Blech unten drin und da können wir die Pfännchen so drin hin und her schieben. Das ist nicht ganz so optimal. Der dritte Punkt, das ist die Möglichkeit, das Gerät zu verstellen und zwar mittels Haltegriff. Und da haben wir bei WMF richtige Haltegriffe dran, da können wir richtig anpacken. Natürlich auf beiden Seiten. Heißt also auch, wenn das Gerät heiß ist und voll im Betrieb, haben wir hier die Möglichkeit, das Gerät mal eben umzustellen, woanders zu platzieren, hochzuheben, darunter irgendwas wegzuwischen, wie auch immer. Es geht da vielleicht mal was daneben, alles kein Problem. Die Geräte von Tefal und Severin haben mehr oder weniger nur so Griffmulden unterm Gerät oder nur so angedeutete Griffmöglichkeiten. Die wirken nicht ganz so vertrauenswürdig. Da würde ich jetzt nicht unbedingt sagen, dass man hier mitten im Betrieb das Gerät nochmal irgendwie anpackt und zur Seite stellt. Da wäre ich mir nicht so sicher, ob das vielleicht in die Hose geht. Und nochmal zur Erinnerung. Die Links zu den Einzeltests und zu den Produkten findet ihr unter dem Video in der Beschreibung. Und wenn euch das Video weitergeholfen hat, dann lasst uns gerne ein Like da und abonniert unseren Kanal. So viel dazu, kommen wir nun zur eigentlichen Bedienung. Was uns hier leider nicht ganz so gut gefallen hat, ist, dass keines der Geräte eine Temperaturanzeige hat. Was das angeht, haben wir also in jedem Fall einen Blindflug. Immerhin lässt sich bei Severin und WMF die Temperatur mittels Drehregler einstellen. Dadurch kann man zumindest ein wenig rumprobieren und mit der Zeit hat man den Dreh dann sicher auch raus. Bei Tefal ist das leider nicht möglich. Hier gibt es nur zwei Einstellungen, nämlich an oder aus. Nun aber genug von der Theorie und ab in die Praxis. Also, Raclette anschmeißen und los geht's. Wobei, na gut, ein bisschen was gibt's schon noch zu beachten. Und zwar sollte man bei allen Geräten bedenken, dass die Temperatur für die gesamte Einheit über eine Heizspule geregelt wird. Die Temperaturen für oben und unten sind somit gekoppelt, was es natürlich nicht leichter macht, Speisen auf der oberen und der unteren Ebene gleichzeitig zuzubereiten. Da das bei all unseren Raclette-Geräten so ist, haben wir leider kaum eine andere Wahl, als irgendwie damit klarzukommen. Aus unserer Sicht können wir aber sagen, dass das WMF-Gerät diesen Drahtseilakt in unserem Test am besten hinbekommen hat. Die Grillplatte wird heiß genug, um sie zum Anbraten der Speisen zu nutzen, aber nicht so heiß wie beispielsweise beim Gerät von Tefal, wo man schon sehr aufpassen muss, dass es nicht anbrennt. Das Severin Raclette kann dem entgegen mit beiden Konkurrenten nicht ganz mithalten. Bitte nicht falsch verstehen, es reicht schon zum Anbraten der Speisen. Man muss aber etwas mehr Geduld mitbringen als bei Tefal und WMF. Bei den Pfännchen sieht es noch etwas anders aus. Hier hat das WMF-Gerät die kraftvollste Leistung und lässt Severin und Tefal hinter sich zurück. Im Klartext heißt das aber nur, dass WMF die Pfännchen am schnellsten fertig bekommt. Auch die anderen beiden Geräte kommen im Endeffekt ans Ziel. Halt nur etwas langsamer. Unterm Strich muss man aber schon sagen, dass das WMF Lono Raclette das am besten ausbalancierte Gerät in unserem Test war. Auch bei der Anti-Haftbeschichtung schien es uns so, als ob WMF besser dasteht als die anderen Testgeräte. Vor allem bei der Grillplatte hatten wir das Gefühl, dass weniger anbappt als bei Severin und Tefal. Ein bisschen was hat man natürlich dennoch mit Rückständen zu tun, insbesondere wenn man scharf anbrät. Aber im direkten Vergleich schien uns das WMF-Gerät schon pflegeleichter. Wo das WMF Raclette dagegen hinterherhinkt, ist bei der Wärmeentwicklung. Unterm Gerät bleibt es kühl und auch die Griffe werden nicht heiß, aber die vielen metallischen Oberflächen nehmen die Hitze natürlich gut an und man sollte wirklich etwas aufpassen, dass man im Eifer des Gefechts nicht dagegen kommt. Severin und Tefal setzen dem entgegen mehr auf Kunststoffflächen und sind daher etwas im Vorteil. Unterm Strich ist dann noch das Gerät von WMF der klare Sieger im Praxistest. Hohe Qualität, saubere Verarbeitung und eine gut ausbalancierte Heizleistung machen es möglich. Aber dennoch.
Auch hier müssen wir sagen, dass das Raclette von Severin gemessen am günstigen Preis ganz gut hinterherkommt. Kommen wir zu einem wirklich wichtigen Thema, wenn es um Raclette-Geräte geht. Nämlich die Reinigung. Ist die Party vorbei, hat man ohnehin schon viel zu tun mit Aufräumen. Jetzt noch viel Arbeit in das Gerät stecken, macht alles andere als Freude. Damit man an das jeweilige Raclette und seine Bestandteile ran kann, muss man das Ganze natürlich erstmal abkühlen lassen. Danach kann man dann mit der Reinigung loslegen. Was die Raclette-Geräte in unserem Test dabei gemeinsam haben, ist, dass das Basisgerät nicht ins Wasser darf. Hier ist also Handreinigung angesagt, in der Regel mit einem feuchten Tuch oder ähnlichem. Scheuermittel, Metallschwämme und so weiter dürfen generell bei der Reinigung der Geräte nicht verwendet werden, da man so die Oberfläche zerkratzt und die Antihaftbeschichtung angreift. Ansonsten hat man eigentlich freie Bahn. Das haben wir zumindest für unseren Test so beschlossen, indem wir alle Grillplatten und Pfännchen, ungeachtet irgendwelcher Herstellerangaben, einfach in die Spülmaschine gesteckt haben. Grundsätzlich haben das auch alle Platten und Pfännchen gut überstanden und sind darüber hinaus auch gut sauber geworden. Höchstens bei besonders hartnäckigen Verschmutzungen musste man per Hand nochmal ein bisschen nacharbeiten. Einzig die angeblich spülmaschinengeeignete Grillplatte des Tefal-Raclettes hat sich hier nicht so gut geschlagen. Irgendwie wollte sie nicht richtig sauber werden, war voller Flecken und fühlte sich speckig an. Die Grillplatte von Tefal sollte man also lieber per Hand reinigen. Beim Grillstein des Severin-Geräts gelten dem entgegen natürlich andere Bedingungen. Den darf man auf keinen Fall ins Wasser oder gar in die Spülmaschine legen. Unter fließendem Wasser mit etwas Spüli muss reichen. Hier auch bitte nicht wundern, wenn sich der Stein verfärbt oder vielleicht sogar Risse bekommt. Der Stein ist ein Naturprodukt und da ist sowas tatsächlich normal. Die Funktionalität sollte dadurch nicht beeinträchtigt werden. Im Ergebnis siegt WMF knapp vor Severin in der Kategorie Reinigung. Ausschlaggebender Punkt ist die bessere Antihaftbeschichtung, die das Gerät von WMF ein kleines bisschen pflegeleichter macht als das von Severin. Das Tefal-Raclette stellen wir aufgrund der Spülmaschinenergebnisse hinten an. Die Raclette-Geräte in unserem Vergleichstest wurden eingehend unter die Lupe genommen und haben an sich alle einen soliden Job gemacht. Dennoch wollen wir unseren Testsieger hier einmal vorstellen. Den ersten Platz sichert sich das WMF Lono Raclette, das in allen Kategorien hohe Werte erzielen konnte. Nicht weit dahinter haben wir das Gerät von Severin, das gemessen an der Preisklasse ebenfalls ein gutes Ergebnis erreicht hat. Etwas abgeschlagen auf dem letzten Platz liegt das Raclette von Tefal, das grundsätzlich zwar funktional war, aber leider allerhand kleinere Schwächen zeigte. So, diese Raclette-Geräte habe ich für euch getestet. Ist hier eins dabei, was euch besonders interessiert, dann schaut mal unten in die Videobeschreibung, denn dort sind alle Produkte nochmal für euch verlinkt. Selbstverständlich inklusive Einzeltest. Ansonsten würde ich mich freuen, wenn ihr noch dran bleibt, denn in der Endcard folgen noch ein paar interessante Videovorschläge.